So, herzlich willkommen zu Ant Attack. Und hier kann ich schon mal was sagen. Also erstmal Boy oder Girl natürlich. Ich kenne euch doch. Ihr wollt Girlies sehen. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Oh, da kann ich springen. Dieses Spiel ist großartig. Aha. Woran macht man das fest? bin ich denn jetzt? Habe ich jetzt die Perspektive geändert, oder? Okay. Okay. Okay, da kann ich mich drehen. Du musst deinen Partner finden und retten. Ja, wo ist er denn? Also das sind, stimmst du mir zu, höchstwahrscheinlich Ameisen. So. Ist das eine Open World? Die biggest Open World seit Witcher 3? Ah, wir haben wieder Level. So. Kann ich da jetzt springen? Nee, wahrscheinlich brauche ich einen Eingang. Wenn es dann auch einen gibt. Immerhin kann ich mal gucken, wie groß die Karte ist. Ist so für euch auch mal sicherlich interessant, ne? Der Hyrule-Lord, der ja mal sagt, er kann das alles besser. Wo ist denn hier der Eingang? Jetzt wird er wieder unflätig. Da kann ich da rein? Sieht kleiner aus. Ja! Habe ich super erkannt. Was ist das? Ah! Ja, dann gehen wir doch wieder. Ja, ich will ja jetzt nicht so rumhantieren und hier dumm schwätzen, aber ich würde sagen, das war ein Erfolg. Ich will jetzt, also ich frage mal für einen Freund, ist das alles? Wie oben rechts. Was hat der? Was hat. Habt ihr heute noch was vor? Oben rechts ist der Eingang?
Lass mich raten, das sind Ameisen. Ja, lass mich in Frieden. Nö, ja, aber kann man Spaß drin haben. Bringt mir der Scan irgendwas? Wahrscheinlich schon, ne? Aber. Ja, geh weg. Vermute man, das endet nicht gut. Guck mal, da ist ein Kreuz. Noch eins. Ja, aber falls es dir, der Kiran sagt gerade, eine Ameise paralysiert, das ist richtig. Aber falls es dir entgangen ist, da sind mehrere. Ich wurde ja auch, siehst ja, mindestens 13 Mal gebissen. 13 Mal gebissen und ja, nicht abgenippelt. 14 Mal. Aber irgendwas muss doch mit dem Scanner noch gemacht werden, oder nicht? Ich weiß, qualifizierte Bemerkungen kann ich jetzt nicht erwarten, aber. Geh da weg! Da ist er. Sehen. Nein. Lass mich hier raus. Das geht nicht gut. Das hätte ich mir natürlich irgendwo merken können, wo der war, aber warum auch? Es muss doch irgendeinen Sinn haben mit dieser komischen Scannerei da. Lass mich in Frieden. Jetzt bist du aber voll auf Aggro, oder was? Ja, komm. Hüp. Hüp. So. Nee, aber immerhin ist das ein Titel, da kann man Spaß haben. Bleibt sie stehen und folgt. Ja gut, das ist noch kein Problem. Vielleicht findest du ja irgendwas zu dem Scanner. Rotes Licht, grünes Licht. Grüße.
Geh weg! Lass mich in Frieden! Du siehst aber schon, dass Rot und Grün die ganze Zeit ausgehen. Der Herr Rettung uns gerade, es ist eine heiße Spur. Welche heiße Spur denn? Das ist auch schön. Lebendig gegessen. So. Nein! Sollst nicht weglaufen. So. So. Hast du gesehen? Er ist einmal kurz grün aufgeleuchtet. Da. Und dann wieder aus. Theoretisch müsste das ja jetzt irgendwie in die Richtung sein. Wobei ich jetzt sowieso nicht mehr weiterkomme. Ja, das war klar. Ich sehe auch nichts mehr. Hallo, Perspektive! Pff, was auch immer ich hier mache. Ein Scanner, genau, der rot und grün aufleuchtet, sagt, in welche Richtung ich gehen soll. Okay. Gut. Ist okay. Immerhin haben wir einen gerettet. Ist mehr als manche andere, die das in dieser Welt gemacht haben. Ja, die Tastenkombination sehe ich gerade. Die ist, die ist sehr interessant. Also ja, das mit dem Umdrehen ist so. Und du kannst auch die View-Sachen machen. Es dauert nur ein bisschen, dass er die Views zieht. Das schiebe ich jetzt einfach mal ein bisschen auf die Geschichte, wie das hier eingestellt ist. Komm, so mal, komm, mach mal nach einer Boy-Version. Komm. Vielleicht spielt sich das ja total anders. Da liegt die doch schon, ne? Würdest du jetzt da auch mal reingehen wollen? Ja. Mach doch. Und springen. Hallo? So, und zurück. Nicht? Hä? Wo willst du denn hin? Willst du erst zum DM oder was? Ja. Das war Speedrun. Gibt auf dem Specki, ich glaube, das kann ich schon mal spoilen, gibt's verdammt viele Sachen in so isometrischer Perspektive. Head over Heels zum Beispiel ist auch auf der Kiste drauf. Und tatsächlich ein Game, was ich, das werde ich dann sehen, wenn wir es dann machen, was völlig interessant ist, was ich überhaupt nicht vorher kannte. Also ich meine, ich kenne viele Sachen nicht, aber das kannte ich nun wirklich und davon habe ich auch nie was gehört. Und da rege ich mich dann immer auf, wenn ich dann irgendwie diese üblichen Experten sehe, die, was weiß ich, Wikipedia zitieren und dann vielleicht auch gute Sachen nicht erwähnen. Ich meine, ich erwähne
kaum was, aber ich erwähne auch nicht die schlechten Sachen. Also. Kann ich vielleicht die Ameise austanzen? Ich kann gar nicht auf die Ameisen springen, das ist gar kein Mario-Spiel. Frag mich nicht, wie ich die paralysiere, ich habe keine Ahnung. Die geben einfach spontan auf oder so. Aber egal, komm. Sei es drum. Ist ja heute erstmal unsere Spektrum-Erfahrung. Und dann gucken wir mal, was wir noch so haben. So, ich guck mal. Ach so, ich weiß was. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt. Da werden wahrscheinlich, ich kenne wieder einen mindestens im Chat, der sagt, das ist Kult. Der kann mir das gleich mal genau erklären.